Wir sind wahnsinnig aufgeregt. Also, wir sind hier an der russischen Grenze und wir sind jetzt schon, unser Auto ist komplett durchsucht worden und man hatte schon Hinweise darauf, dass wir ein Verbrechen begangen haben. Ein ganz schlimmes Verbrechen. Ein ganz schlimmes. Und das wird jetzt weiter untersucht. Jetzt kommt nämlich noch ein Investigator. Jetzt kam gerade ein ganz netter Typ vorbei und hat Vito abgeführt. Mitgenommen zum Verhör. Hier rein. Ich durfte natürlich hier bleiben. Wir haben alle Papiere, ja. Sonst gehen wir halt nochmal zurück. Wir halten jetzt da kurz links. So, der Schwerverbrecher ist zurück. Ja, weiteres berichten wir dann. Wir waren jetzt gute 4 Stunden hier rein, ja, da kurz stehen bleiben. Gute 4 Stunden hier an der finnischen Vorhut von der russischen Grenze. Wie lange jetzt die russische Grenze dauert, das werden wir dann noch sehen. Leute! Wir sind jetzt offiziell in Russland. Russland empfängt uns, wie die Türkei auch, nass und kalt. Mal gucken, was daraus wird. Annette sortiert hier noch schon lecker die Papiere, die wir bekommen haben. 100.000 Papiere. Wir sind jetzt an der russischen Tankstelle nach der Grenze gestrandet. Und wir konnten dort wechseln und wir tanken jetzt hier. Wir haben es geschafft, unter diesem Zeichen, dieses ganz linke Zeichen, heißt Diesel. Und das andere sind die Oktanzahlen vom Benzin. Ja, und wir tanken jetzt mal. 60 Rubel kostet wohl der Liter. 100 Rubel sind knapp 1 Euro. Da freut sich aber das Camperherz. Das ist russisches Geld. Und wir haben hier schon getankt an der Tanke. Weißt du, was der Diesel voll tanken, also halber Tank voll plus 20 Liter Kanister gekostet hat? Weißt du es noch? Ja, 40 Euro. 40 Euro. Also der Liter Diesel kostet 58 Cent. Ja, ja. Großgemeinde. Das ist so ein... Nasdrowie. Genau, jetzt kann man endlich Nasdrowie sagen. Nasdrowie. Wir haben sehr gut an der Nordline-Tankstelle in Svetogorsk geschlafen. Wir sind jetzt raus aus Svetogorsk, haben unsere Verfolger abgeschüttelt und fahren nach Vyborg oder so. Da ist ein Bär drauf. Russische. Und hier. Ein Riesensortiment. Marzipan. Ja, aber ich will die da noch mit den Haselnüssen. Aha. Gut, noch was? Sonst passt's, oder? Hier gibt's alles. Das langt. Ja, wir müssen so russische auch ausprobieren. Hab ich doch gerade. Ich weiß nicht, ob das russisch ist oder nicht. Vielleicht so eine noch. Dann sucht ihr einen. Ach nee, mit so buntem Zeug habe ich. Nein, die da. Die da? Sicher? Die große? Ja. Ach, ich krieg da nicht raus. Alter, ich krieg die da nicht raus. Das ist die Intelligenz des Leute. Aha. Jetzt. Jetzt. Wer an die große Tafel will, muss schon was bieten. Entweder haben die Sanktionen nicht funktioniert oder es gab niemals Sanktionen. Der Supermarkt ist auf jeden Fall voll. Nach dem Einkaufen im Supermarkt fahren wir weiter. Wir fahren jetzt hier durch Vyborg auf der Suche nach einem Stellplatz. Annette hat einen Stellplatz an einer Bucht, die Vyborg teilt, gefunden. Wichtige Messungen. Ja, wir stehen nach vorne bergab. Also da fahre ich ein bisschen rückwärts. Zurück. Okay. Jungs, Mädels,
Das ist also unser erster richtiger Stellplatz hier in Russland. Nicht an der Tankstelle, das war halt nett fürs Erste, aber so ein richtiger Stellplatz. Annette war mit Mara schon lecker im Wasser. Und da haben wir eine fantastische Sicht auf Vyborg. Der Stellplatz ist von viel Grün umgeben. Wir haben unsere Ruhe. Nur der Verkehrslärm der Stadt ist auch hier sehr deutlich hörbar. Großstadt halt. Hier haben wir so an der Feuerstelle. Das ist schon mal ganz gut. Mara untersucht schon mal die nähere Umgebung. Man begrüßt uns sogar mit Blumen. Aber wo ist denn jetzt die Burg? Von Vyborg. Du hast nicht gesagt, das sollte man ja auf dem Schloss sehen. Bestimmt das da vorne. Wir genießen unser erstes Camperessen in Russland. Unser Blick ist auf die Bucht und auf Vyborg gerichtet. Wir können es kaum fassen. Während die EU die Einreise für Russen erschwert oder gar unmöglich gemacht hat, hat Russland kurzerhand ein E-Visum im August 2023 eingeführt. Wir mussten nur 4 Tage drauf warten. Die maximale Aufenthaltszeit beläuft sich auf 16 Tage. Benimmt sich so eine feindliche Nation? Die Ente traut sich nicht ans Brot. Die Actionkamera ist zu nah. Heute wollen wir uns Vyborg etwas anschauen. Also fahren wir auf den nahegelegenen Parkplatz. Nach 500 Metern erreichst du das Ziel. Ja, da kann man ja kurz schon mal gucken. Jetzt stehen wir hier in Vyborg auf dem Platz. Und wir dachten, wir haben endlich ein anderes Wohnmobil gefunden. Aber es ist ein russisches Wohnmobil. Sonst anscheinend niemand hier, außer wir. Und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen an. Jetzt sind wir quasi einer Straße weg von der Hauptstraße. Hier ist so ein bisschen Baustelle. Sackelzement. Jetzt sind wir wieder vorne an der Hauptstraße. Deswegen ist es auch gleich ein bisschen lauter. Aber so befahren ist es hier gar nicht. Und jetzt, doch, ziemlich. Das geht. Und jetzt schauen wir mal, was es hier bei diesen Häusern so an Geschäften gibt. Hier gibt es lauter Matchbox-Autos. Auch hier sieht es nicht nach Wirtschaftszusammenbruch aus. Kärcher. Pokale, Pokale, Pokale. In allen Variationen. Wie andere europäische Städte hat Vyborg viele geschichtsträchtige Gebäude. Da vorne ist irgendein älteres Holzgebäude. Das sieht ja richtig interessant aus. Wir finden viele kleine Kunstgeschäfte. Also ich finde das schon total krass, wie viele Bauruinen es hier gibt. Vyborg lässt sich in kein nationales oder epochales Raster fügen. Sowohl Russen als auch Schweden und Finnen mischten hier mit. Der Schwede Thyrgils Knutsson hat die Burg erbaut. Die Fundamente stammen aus dem 14. Jahrhundert. Es ist stürmisch hier in Vyborg, aber wir unerschrockenen Explorer wollen uns jetzt diese Burg anschauen. Es ist ungemütlich heute. Ich freue mich schon aufs Essen gehen. Wir gehen da jetzt rein. Hier gibt es was Leckeres zum Essen anscheinend. Ach, da ist die Kasse. Und dann gehen wir da rein. Hier sind die Preise, aber ich verstehe nur Bahnhof.
So, das hat sich erledigt mit diesem riesen Hund. Wie schon in der Türkei, komme ich da nicht rein. Man kommt nur mit einem Malinki rein. Also mit einem kleinen, no? Sabaka. Das kennen wir doch schon aus Çeşme. Weißt du noch? Ja, ja. Immer das Gleiche. Schade. Gut, dann gehen wir wieder irgendwo hin und essen, würde ich sagen. Viele alte Gebäude verfallen immer mehr. Wir schlendern durch die alten Straßen und finden ein kleines, uriges Geschäft mit Kunsthandwerk und Souvenirs. Die schwere Tür lässt mich an das Rollenspiel Das schwarze Auge denken. Willst du da rein? Mhm. Dann los. Ich halte den Hund. Annette geht da jetzt rein. Was hast du gekauft? Ich habe den Bärenkopf und den Elch. Auf jeden Fall Bars und Restaurants gibt es hier noch ein Löcher. Ja, und was das ist, weiß ich nicht. Ich guck mir das ein bisschen genauer an, da geht die Treppe nämlich zur Seite hoch. Oder auch essen? Weiß ich nicht, ich kann das nicht lesen. Aber es sieht so aus. Nur mal einen Blick reinwerfen. Geh vor. Sieht ja ziemlich aus wie so eine Geheimloge hier. Ist das bloß ein Laden? Okay, dann gehen wir wieder. Hier kriegst du nichts zu essen. Wir sind hier jetzt in einem russischen Restaurant, was zum Essen. Und wenn wir auf das Essen warten, möchten wir mal die Gelegenheit nutzen, euch was Lustiges zu erzählen. Okay, das Essen ist schon da. Спасибо. Hier haben wir gerade Borscht bekommen. Okay, aber dann erzählen wir erstmal die Geschichte zu uns und dann essen wir. Richtig? Ich probiere das jetzt erst. Ich auch. Also wir hatten ja einen ziemlich langen Grenzübergang von insgesamt 7 Stunden und sind dann direkt nach der Grenze an der Tankstelle über Nacht geblieben. An der Tankstelle konnten wir zum Glück auch gleich wechseln und tanken. Also war das schon mal erledigt. Und dann am nächsten Tag dachten wir uns, bevor wir jetzt weiterfahren, fahren wir in den Ort rein und holen uns dort noch eine SIM-Card. Gesagt, getan. Wir haben das dann auch gefunden nach ein bisschen Suchen, weil es nicht genau an der Stelle war, wo es eigentlich angezeigt war. Wir haben auch Leute gefragt, wo das ist. Einige konnten uns das beantworten, andere nicht. Ja, und dann waren wir schließlich in diesem Laden und haben uns auch mit dem Typen irgendwie verständigen können, was gar nicht so einfach war, weil der gar kein Englisch gesprochen hat. Aber mit dem Google-Übersetzer geht es dann irgendwie doch. Ja. Ne? Und dann auf einmal schaue ich so hinter mir, dann lässt einer so sein, ja, wie kurz diese Detektive, die immer dir einen Ausweis, Scotland Yard oder sowas, runterploppen lassen, so aufknappen. Und dann denke ich mir, was hat der jetzt? Warum lässt der jetzt seinen Ausweis hier vor mir runterploppen? Und warum haben die so Militärklamotten an? Vor allem die Militärklamotten sahen aus wie Schlafanzüge, so schlabberig. Hing das Ganze runter. Zwei davon hatten sogar Löcher in der Hose, also so richtig schludrig das Ganze. Naja, und dann wollten sie als erstes unsere Ausweise sehen. Wir konnten also das mit der SIM-Karte nicht fertig machen, sondern mussten dann zum Auto zurück, weil dort die Ausweise waren. Die Pässe, nicht die Ausweise. Ja, die Pässe, klar. Gut, dann haben wir ihnen die Pässe gezeigt, dann wurde das alles fleißig abfotografiert und telefoniert und sonst was. Und ja genau, wir wurden dann noch belehrt, dass man
5 Kilometer nach der Grenze nicht stehen bleiben darf. Wussten wir natürlich nicht. Ja, ich meine, sowas kann man ja auch vorher sagen, wenn man das Visum für Russland bekommt, die Info sofort behalten, 5 Kilometer ab der Grenze erst stehen bleiben oder irgendwie sowas. Und das wäre, die Sache wäre gegessen eigentlich, ne? Aber woher soll man sowas denn wissen? Auf jeden Fall dachte ich mir dann, wenn die schon da sind, und dann haben wir festgestellt, der eine spricht ein paar Brocken Deutsch, was auch der andere nicht wusste. Das war total geil. Der eine fängt an, mit uns ein bisschen Deutsch zu sprechen, und sein Vorgesetzter war das, der war ein bisschen älter. Was? Du sprichst Deutsch so ungefähr? Ich habe das so ein bisschen quasi, weil ich Polnisch kann, so geschlussfolgert. War total überrascht. Das war eine sauwitzige Situation. Und dann habe ich sie eben gleich gefragt, dann können wir jetzt nochmal gemeinsam zum SIM-Karten kaufen gehen, damit wir das auch über den Tisch kriegen und wie auch wirklich funktioniert. Und dann sind sie brav wieder mit uns mitgetrottet und haben uns sozusagen Geleit gegeben. Und wir durften die SIM-Karte dort noch kaufen, obwohl wir uns ja eigentlich gar nicht in dem Ort aufhalten würden. Die Begründung von uns war, wir brauchen etwas zum Navigieren, dass wir überhaupt Richtung Vyborg oder wo auch immer fahren können. Weil sonst könnten wir ja rein theoretisch blöd in dem Ort im Kreis fahren, ohne es zu wissen. Deswegen sind sie uns dann auch hinterhergefahren, ja, genau. Ja, genau. Damit wir auch wirklich rausfinden. Genau, dann sind wir dann links gefahren, wo wir fahren sollten eigentlich, so wie die das hatten, und sind dann nach rechts gefahren, wieder zurück anscheinend. Das heißt, Internet, SIM-Karte mit Militäreskorte in der Nähe von der russischen Grenze. Total geil. Einmaliges Erlebnis. Aber die waren nett, die beiden. Ja, die am waren Schluss total. Wollten sie auch noch ein Foto von unserem Auto machen. Nee, die haben das, am Schluss haben sie auch das Foto von unserem Auto natürlich gemacht. Jetzt sind wir sogar in den Annalen des russischen Militärs oder des KGBs sogar. Das heißt, wenn uns jemand das Auto klaut, das wird sofort wiedergefunden. Wir müssen nur unsere zwei Kumpels anrufen. Genau. Genau, das war jetzt die Geschichte und jetzt essen wir mal. Dann haben wir hier noch eine Brotstulle mit Speck und Zwiebel da drauf und das ist so Rahm oder Quark. Und dann haben wir noch das Hauptgericht. Ich habe hier Kartoffeln mit Würstchen. Nein, die Kartoffeln mit Würstchen sind die hier. Und das sind die Kartoffeln mit Pilzen. Sieht verdammt lecker aus. Das sind Erbsenkeimlinge. Schmecken voll geil nach Erbsen. Ich liebe das. Ich habe hier Würstchen und Ei mit den Kartoffeln. Voll lecker. Wir haben jetzt lecker gegessen. Den Laden kann man auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr also in Vyborg seid, dann geht da auf jeden Fall hin. Total leckeres Essen. Was sagst du dazu? Mhm, mega. Gut, jetzt gehen wir zum Auto und wir fahren jetzt weiter. Wohin? Das werden wir dann sehen. Für das ganze Essen haben wir 1550 Rubel gezahlt. Das ist ungefähr 15 Euro, je nach Kurs. Es waren zwei Gänge, also für zwei Personen. Und in der Mitte von der Stadt eigentlich. Also im Prinzip gutes, günstiges Essen und super lecker. An unserem letzten Abend zeigt sich sogar die Sonne und die Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht erstrahlen. Ein Stand-Up-Paddler fährt an uns vorbei. So, wir verlassen heute Vyborg und machen uns auf den Weg an die Ostseeküste Richtung St. Petersburg. Gestern haben wir das leider nicht mehr geschafft, weil wir dann, als wir losfahren wollten, feststellen mussten, dass unser Handy nicht funktioniert, dass wir kein Netz hatten. Also mussten wir wieder einen Tele2-Shop suchen und nach Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 100 Rubel bzw. einer Servicegebühr, was ungefähr 1 Euro entspricht, ging dann alles wieder. Dann hoffen wir mal, dass das nicht jeden Tag so kommt. Wir fahren hier jetzt gerade durch den Wald. Und was auffällig ist hier, dass wahnsinnig viele Autos am Straßenrand stehen. Und soweit wir jetzt sehen konnten, sammeln die Leute hier Pilze, Beeren, da kam gerade einer. Da gehen auch wieder welche mit dem Eimer. Ja, entweder um es selber zu essen
oder um es eventuell auch auf dem Markt zu verkaufen. Was ja nicht schlecht ist an sich, ne? Man macht einen schönen Waldspaziergang und bringt gleich noch Sachen nach Hause. Teilweise sind die Straßen hier recht gut, aber teilweise sind sie ja auch dann wieder ziemlich heftig. So, sieht doch gleich viel besser aus. Hammergeil. Pass auf, die Steine. Und Annette misst jetzt ganz wichtig. Und, stehen wir gut? Wir stehen perfekt. Sehr schön. Wir kriegen hier schön Sonne ab. Wir haben Glück. Es ist ein wunderschöner Strand an der Ostsee. Und das Wetter ist seit Wochen endlich mal so richtig gut. Also, ich stelle schon mal die Stühle und den Tisch auf. Heute essen wir im Sonnenschein. Die Sicht auf die friedliche Ostsee ist herrlich. Jetzt fehlen nur noch die Deltlinge. Sandregenpfeifer schätzen den Ostseestrand auch. Fertig gegessen und was ich jetzt machen werde, ist am Strand gammeln. Endlich mal wieder Sommergefühl. In Norwegen, Schweden und Finnland hatten wir kaum warme Tage. Wir genießen die wärmende Sonne. Selbst Mara liegt mit uns am Strand, statt wie sonst im Auto zu dösen. Später machen wir eine Entdeckungstour am Strand. Ein Kiefernwald grenzt direkt an den Sandstrand. Einige wenige Camper sind hier verteilt im Wald. Wunderschön. Ein Gefühl von Frieden und Freiheit stellt sich ein. Gemixt mit einer Prise Abenteuer sind wir doch im feindlichen Land, wenn es nach westlichen Kriegstreibern ginge. Wir pfeifen drauf. Hier hat einer einfach seinen Grill stehen gelassen. Kannst du benutzen. Kommentier das mal hier. Sagen in die Kamera. Ich kann nur M sagen, weil das ist so groß wie mein... Guckt euch das an. Mein Fuß hier. Wir lassen uns nicht aufhetzen. Ostsee rauscht immer noch wie seit Urzeiten. Mal friedlich wie heute, aber auch mal stürmisch. Warum sollten wir nicht noch mal hierher gekommen sein? Doch wir sind hier. Und geil ist es. Auch russische Strandgenießer sind hier.
Zaun wollte wohl jemand nicht mehr um seinen Geist haben. Die Gedanken sind frei und sollen es auch bleiben. Wo haben die denn her? Wolf! Wölfchen! 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 Du kleines Wölfchen! Unser nächstes Ziel ist die Metropole St. Petersburg. Sie liegt am östlichen Zipfel der Ostsee. Aber das kommt in der nächsten Episode. Bis bald!